Herzlich willkommen in Bogensee. Haben Nazis Ping-Pong gespielt? Liegt hübsch hier, oder? Meine Die Güte. Ausbildungsstätte des Nationalsozialismus. Auf zum Fahnenappell! Kleines Häuschen für Onkel Goebbels und seine 5 Kinder, die er dann alle im Bunker umgebracht hat. Die Natur holt sich das zurück. Also wenn sie nicht bald was mit den Gebäuden machen, ist es perdu. Dann haben sie es geschafft. Herzlich willkommen in Bogensee. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Blum und... Heckmann. Haben Nazis Ping-Pong gespielt? Hier ist Nein, die Antwort. Das ist doch auch eine FDJ-Kaderschule gewesen. Das heißt, das könnte auch nachträglich hingebaut worden sein? Das ist noch zu FDJ-Zeiten gebaut worden für die Kaderschmiede der FDJ-Ausbildungsschule hier. Das ist ja das Tolle. Und man hat mir mal erzählt, hier war das da Leute auch, also dass da ein Eintracht Westdeutsche und Ostdeutsche an dieser FDJ-Kaderschule. Das ist ganz schön groß, das Ding. Nach Dahntrakt und da hinten ja auch, das sieht man jetzt nicht, da ist alles zugewachsen. Liegt hübsch hier, oder? Meine die Güte. Ausbildungsstätte des Nationalsozialismus. Und diese Häuser haben alle Städtenamen, Reggio Calabria, Budapest, Wien. Und da wurden die und besten Jugendlichen wurden hier geschult in allen möglichen Belangen. Und später hat das in der DDR dann die FDJ übernommen als Schulungsgelände auch. Und hier siehst du, das kannst du jetzt noch nicht mal richtig sehen, weil das alles zugewachsen ist. So habe ich das hier, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Weil die Gebäude sind rundum alle nach Städtenamen benannt und das ist der Haupt. Ja. Das sieht irre aus. Das ist noch mehr zugewachsen als früher. Es sollte eines der aufwendigsten und teuersten Bauvorhaben der frühen DDR werden. Dennoch, Mitte der 50er Jahre sind mehrere Bettenhäuser, eine große Mensa und ein Lektionsgebäude entstanden. Auf zum Fahnenappell! Allerdings muss hier erstmal aufgeräumt werden. Ja. Gartenarbeit. Forst- und Gartenarbeiten. Sieh mal, wie sie das hier bungert haben. Ja, man hat schon jetzt langsam ein bisschen das Gefühl, die Natur holt sich das zurück. Also wenn sie nicht bald was mit den Gebäuden machen, ist es perdu. Dann haben sie es geschafft. Wobei, allerdings, wie du schon sagtest, wer weiß, was die hier verstecken. Das heißt, das ganze Gelände hat auch unterhalb Beton. Das würde mich interessieren. Oder? Eben kam noch einer raus und man hat da hinter sich zugesperrt. Manchmal durch den Rost geht sowas auf. Aber hier sieht es schlecht aus. Kleines Häuschen für Onkel Goebbels und seine 5 Kinder. Die er dann alle im Bunker umgebracht hat.
wollte schon sagen, geköpfter Arm und Reker hier. Geköpfter Arno Breker, aber es ist, ist nicht Breker. Der war, das muss man leider zugeben, besser. Ein Essigbaum. Boah, ist das zugewachsen, das ist ja unglaublich. Sieh mal an hier. Du kannst hier nur filmen und das so reinschneiden. Dann, ne? Kassettendecke, da ist eine Durchreiche da hinten. Ja. Das war damals der neueste Schrei. Durchreichen von der Küche in den Wohnbereich. Aber das würde ich jetzt so gerne, bis das hochfährt. Guck mal her, und dann diese Nachbauten aus DDR-Zeit. Plastik. Und die, was hast du erzählt? Das ist hochfahrbar? Ja, das ist... Wie auf dem Obersalzberg. Da hat sich das nachbauen mal, lassen. Die Immobilienmaklerin des Führers. Magda Habern? Magda Habern. Nazi-Haarschmuck? Boah, du mal schwitzt hier aber ein bisschen so. Ja, es ist wie in der Sauna. In der Sauna. Sag mal, hatte er eigentlich auch in Berlin selber eine Wohnung oder sowas? Hatte er die oder er? Weil das ist ja nur das Sommerhaus. Ja, obwohl er ist hier sehr oft rausgefahren. Bin mir gar nicht so sicher. Die Kinder können ja nicht hier zur Schule gegangen sein. Später, wenn ihr größer seid, werden möchtet. Helmut? Ich möchte ein Förster werden. Das ist ein feiner Beruf, der gefällt mir auch sehr gut. Das wäre ich auch gerne geworden. Aber stille Wasser sind tief. Wer weiß, was oder wer da alles drin liegt. Ja, sie hat die alte da auch immer den einen oder anderen Liebsten versenkt. Kurz vor der alte von. Und Goebbels Kinder sind hier gerudert. Ja, ja, das Bild. Ich werde mal recherchieren, ob ich das Bild finde. Ja, das musst du finden. Haben die sich da ein Wildgelände oder Fischereigelände Ja, ne? Da drüben, da der steht, meinst ja, du? Ja, das sieht doch alles, das sieht doch recht neu aus. Das haben sie sich doch abgezweigt da. Ja. Und hatte die Goebbels Villa auch einen Zugang zum See? Naja, der eigentlich, der logisch, oder? Der muss ja da vorne irgendwo sein, ne? Wir können ja dann da zurückgehen und müssen ja den See umrunden. 5000 Jahre alten Eichen, die hier noch stehen. Deutsche Eichen. Die eine Geschichte haben, die älter ist als das tausendjährige Reich. Und wieder hat die Natur gewonnen. Waren ja auch nur 12 Jahre. Ob ihr heute noch im Bus fährt? Wieso? Aber weißt du, wenn du noch ist doch ein Bushäuschen. Die Idee, eine halbe Stunde noch hier zu sitzen und dann, dass dieser Plan sich dann ganz auflöst und dann bei einbrechender Dunkelheit tatsächlich dann hier man ganz entfernt auf Beton so. Dann kommen wir. Tatsache ist. Kommen Sie die Straße hoch. Schwarze Limousinen, dann gehen schon die Fackeln an, ne? Mhm. Nicht? Tatsache ist, dass die Zeit hier ein bisschen anders vergeht. Ja, wie denn? Langsamer. Ja. Merkst du schon, ne? Hör mal. Man kann nicht mehr
denken dann auch. Ne? Für ein Schulungsgelände im Grunde... Tödlich. Ja. Die Botschaft muss recht einfach sein, die man dann lernt. Vielleicht geht es dann hier draußen. Die Botschaft war einfach. Die Botschaft war einfach. Und wir sind die Herrenrasse und alle anderen nicht. Ja. Eigentlich war das der Unterrichtsinhalt. Also, das ist hier die Bushaltestelle, wo Goebbels jeden Morgen gewartet hat, dass er nach Berlin fährt, ja? Er hat gesessen und hat gewartet, dass er eine Limousine kommt. Magda daneben. Hat sich noch überlegt, wie sage ich es meinem Führer heute? Gestern hat er es ja nicht begriffen, heute sage ich es ihm nochmal. Mit seinem unnachahmlichen Wuppertaler Dialekt. Oder was war es? Wuppertaler, also... Rheinischer Dialekt. Ja, nein, so die Ecke da. Solingen. Was ich nur so grotesk finde, ist, dass sie so ein Gelände hätten sie ja normalerweise. In der Stadt Berlin haben sie alles mehr oder weniger historische in die Luft gesprengt nach der Wende, nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost-Berlin. Und hier, das lassen sie dann einfach so stehen. Und da könnten wir auch ein Ausbildungszentrum draus machen. Das finde ich. Das ist irre, oder? Ja. Also das gibt es da oben aber auch eben. Es gibt das ist dieser Bogensee, ja? Der guck mal hier. Da ist noch so ein kleinerer das See. Das ist hier ist das internationales Bildungszentrum. Bogisee. Okay. Ja, schauen wir in das Auge, Kleines. Hier ist der Bogisee. Ja, da ist der Liebnitzsee. Wunderbarer See mit einer Insel und Campinginsel. Das klarste Wasser, sehr kalt, gespeist. Aus den Tiefen des Stroms, Eismensch. Und Wutzen gibt es hier auch. Aber man muss zugeben, in seiner Farbigkeit ist der Rost geradezu pittoresk. Der Mond so voll und deine Augen groß. Du hältst meine Hand in deiner und lässt sie gar nicht los. Ich weiß, du willst, dass ich was zu dir sag. Doch fällt mir gar nichts ein, so sehr ich mich auch damit plag. Ich bin leider gar nicht romantisch. Ich merke, da fehlt mir heut was. Ich wär wirklich gerne romantisch und sagte dir leis dies und das. Doch fällt mir nichts Passendes ein, am liebsten wär ich jetzt allein. Ich wär wirklich gerne romantisch.